Okay, also erst zu Alisa, dann eine Scheune bauen, dann eine Weltraumstation bauen, zum Mars gehen, die Marsmenschen vermöbeln, die Kuh rauben von denen, zurückkommen und dann sich melden. Die läuft immer mit so einem Stab rum, ist die nicht ganz Banane? Das ist bestimmt der Dorfdepp. Naja. Bin schon da, wo bleibst du? Hallo, keine Hektik hier. Müssen wir vielleicht die Folge wieder auf? Nein, hören? Noch nicht. Hey, könntest du mir einmal... Was? Hi. Bin mir nicht sicher, ob ich dich schon mal gesehen habe. Nein, wir haben uns so nicht gesehen, Alisa. Ich würde dir ja die Hand schütteln, aber ich bezweifle, dass du Lust auf Öl hast. Der Name von mir heißt... Ich heiße Alisa. Alisa. Falls je Hilfe mit was Technischen brauchst, sag einfach Bescheid. Du bist der Gnom. Gut, das wäre erledigt. Was willst du von mir? Wir brauchen eine Scheune, Alisa. Sicher können wir eine Scheune bauen. Null Problemo. Zuerst brauchst du Bauholz. Warum schnappst du dir nicht eine Axt und haust ein paar Bäume um? What? Komm rum, wenn du fertig bist. Bist du der zweite Dorfdepp hier irgendwie? Jetzt kannst du die durchskippen, weil... Hi, Cory. Ja, okay. Alisa. Ich hab eine Axt. Oh, ich bin gefährlich. Und jetzt will ich einen Baum umhauen. Schau jetzt den Baum da oben. Aber nicht den in der Mitte. Wir gehen an den Rand, bitte. Den hier. An den Rand hier. Gehen. Du kannst ja nicht mitten in der Stadt einfach einen Baum... Ja. Hacken. Sieht eh jetzt viel schöner. Du musst gedrückt halten. Meins. Ich habe jetzt 20 Holz. Hast du auch 20 Holz? Nein, ich habe 74 Holz. What? Unten die Stämme abhacken und dann geht der Rest von alleine. Weil das Spiel voll logisch ist. Das Spiel ist logisch, das hat er erkannt. Also ich habe gerade mal 52. Wie macht denn der das? Gedrückt halten! Aha, jetzt habe ich 72. Der ganze Baum ist verschwunden. Oh, ich habe den ganzen Baum kaputt gemacht. Hast du auch 211? 241. Das sind doch echt Banane, oder? Ja, das ist lang für eine Scheune. Naja, gut, eine Scheune. Brauchst du schon ein bisschen, ne? Das lang, komm, das wird ja eine Riesenscheune. Da kannst du ja... Hier ist das schön. Ui, ist das schön hier. Jetzt kann man wieder zu Alisa gehen. Ach so, jetzt, ja. Jetzt ist die abgehauen. Jetzt müssen wir ansagen. Von der Stadt. Ich brauchst du bloß die Map aufmachen, da steht doch bestimmt Alisa drauf. Genau. Ja, aber da muss er jetzt wieder auf der. Die steht genau vor dir rechts. Na, ja. In dem Laden drin. Den wir ausrauben. Der wird jetzt nicht ausgeraubt, pfui! Oh, ich brauch Geld, warte. Pfui! Passt schon. Nicht schlecht, jetzt hast du. Nicht Holz. Schlecht, so. Jetzt musst du aus dem Holz. Etwas Sinnvolles für deine Kuhzimmer. Ja, eine Scheune. Hier ist eine Blaupause für einen Drog. Okay. Mit einer Tischsäge muss das Holz zuerst... Mit einer Tischsäge? Okay, zu Bauholz verarbeiten. Na dann, viel Spaß. Mit dem Material solltest du einen Drog bauen können. Um noch einen zu bauen, kannst du den Rest dafür im Handwerkerladen kaufen. Der hier. Okay. Okay, für einen anständigen Scheune brauchen wir schon zwei Tröge. Komm rum, wenn du fertig bist. Also. Trogblaupause. Ja. Weiterlesen bitte. Ja, warte mal kurz, ich muss hier mal Licht machen. Oh, mit dem Material solltest du einen Druck bauen können. Kannst du für den Rest für den Handwerkerladen kaufen. Okay, warte mal kurz. Na, ist egal. Ja, mit dem... Okay, Handwerkerladen kaufen, passt. Heuballen.
Ich habe 500 Blütenblätter erhalten? Für was? Mit Hilfe von Blaupausen kannst du an der Bastelstation Items herstellen. Okay, das ist wie bei diesem Working Bench. Es gibt viele verschiedene Bastelstationen. What? Um eine Blaupause zu beginnen, musst du die benötigte Anzahl der Items in den Plätzen der Station legen. Die Station zeigt dir dann an, was du aus den Items, die du hinzugelegt hast, herstellen kannst. Um zu beginnen, interagiere einfach mit den Items. Sobald alles fertig ist, wird das Endprodukt auf die Station gelegt. Interagiere einfach damit, um es aufzuheben. Die verfügbaren Blaupausen werden dir auf dem Inventarbildschirm angezeigt. Klicke auf den Hammer. Auf das Hammer-Symbol. Verwende das Reißzwecken-Symbol oder standardmäßig Gamepad A für einen Eintrag, um eine schrittweise Bastelanleitung auf dem Bildschirm zu speichern. Das ist mir zu hoch. Ich bin dumm. So, was muss ich denn jetzt machen? Ich hab einen Trog gebaut. Du musst jetzt, hier hebt man mein Holz hier auf, das normale, also, oder bau mal eins kurz, ich heb das ganze, warte. Was muss ich denn machen? Okay. Platzieren? Nein, hier hinten, hier auf der Säge platzieren. Ach, ja. Nimm's da wieder runter. Runter hier, runter. Und auf der Säge, hier. Das Säge. Hier auf der Seite. Platzieren? Und jetzt auf Craften bei dem Bauholz. Wie Craften? Drück auf Craften. Bei mir ist Craften. An der anderen Seite, hier auf der Seite. Ach, auf Craften. So, okay. Ich bin dumm. Ich rede schon mal wieder mit dir. Du brauchst einen Hammer. Jetzt musst du nur noch mit dem Holz in was Sinnvolles mit der Kuh. Hier eine Blaukause für einen Trog. Das geht bei mir nicht. Musst du das zuerst. Ui, ist das geil. Toll. Hä? Wie lange dauert das? Macht der selbstständig weiter? Der hört gar nicht mehr auf. Der macht selbstständig. Ja, aber der hört gar nicht mehr auf. Ach so, wie viel von diesen Bauhölzern hast du denn? Vier. Nennen und Sie craften mal, und Sie aufheben. Eine Zahl bitte. 30? Bauholz 42. Okay, dann muss ich noch ein bisschen warten. Das ist super toll gemacht. Ich habe jetzt, hast du schon zweimal mit ihr geredet? Hast du schon Sachen von ihr bekommen? Was habe ich bekommen? Sachen. Warte mal, ich bin ja noch am Bauholz. Ich habe jetzt 45 Bauholz. Du musst Bauholz. Jetzt einen geeigneten Platz für die Scheune auswählen. Nimm das Scheunenschild und steck es irgendwo auf deiner Farm im Boden. Laut Bauvorschrift muss es mindestens für jedes Gebäude geben. Dieses Schild ist die Markierung für die Scheune. Komm doch vorbei, wenn es in der Erde steckt. Passt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das Bauholz und wie mache ich jetzt den Trog? Hast du was von ihr bekommen? Wie? Geh zu ihr und rede mit ihr. Hi Alicia, ich bin dumm, hilf mir bitte. Tag auch, Johnny. Wie läuft's denn mit dem Trögen? Schlecht? Ach so! Soll ich dir... Nein, das mit dem Holzblock soll man nicht erklären. Blaupause. Bastelstation. Weiß ich nicht. Hast du jetzt einen Trog? Zwei. Ich glaube... Ach hier, warte mal, was ist das? Ja, wie mache ich jetzt den? Wo ist denn die Blaupause? Beim Hammer. You have unlearned blueprints or receipts in your inventory. Komm mal mit. Warte mal. Ich will doch das Ding bauen. Ja, willst du einen Trog? Ja. Einen Trog. Einen Trog will ich bauen. Ja, kauf dir mal. Warte, komm mal her. Komm mal mit. Hallo. Komm mit. Ja, das ist alles kompliziert. Du kaufst jetzt dreimal Nägel. Nägel? Ich habe einen Riegel. Geht der auch? Mann. Nein, Nägel. Hier, siehst du doch. Ja, hier ich vor seh mir. Nägel. Kauf dir.
Ja, passt. Ja, drei Nägel. Und dann zwei Heuballen. Zwei was? Heuballen. Heuballen. Hier vor dir. Ja, hab ich. Was kommt mit? Jetzt habe ich drei Heuballen. Ach, hast du eine Hake hier drauf gelegt? Heb die wieder auf. Ach, da ist die. Und jetzt nimmst du die Heuballen, das zersägte Holz, nein, das andere Holz. Heuballen. Heuballen, ja. Wohin? Hierher? Ja, hierher. Wie viel? Dann? Ja. Alle drei. Du hast dir jetzt drei gekauft, du hast es mit zwei eine gekauft. Eine hatte ich schon. Egal, weiter, ist wurscht. Du Nägel drauflegen. Ja. Und dann tust du noch das zersägte Holz. Und jetzt nimmst du das. Montieren, craften. Ich habe einen leeren. Und jetzt aufheben. Aber wir brauchen doch zwei, oder? Und jetzt, nein, jetzt lass es. Mach jetzt gar nichts. Ich einen. Jetzt nimmst du alles. Jetzt gehst du wieder zu ihr. Hi, Alicia, hilf mir. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Moin Leute, willkommen zu einer neuen wieder bei Staxel. Hi. Du musst jetzt einen geeigneten Platz für die Scheune auswählen. Nimm dieses Scheunenschild und steck es irgendwo auf deine Farm inne. Laut Bauvorschrift muss es mindestens ein Schild für jedes Gebäude geben.